Hallihallo und Tüdelü zusammen. Willkommen zu einer neuen Runde hier in Small World Survive the Wilds. Zusammen mit mir, der Natzen und dem Ashburn. Hi, Eschi. Moin, Natzen und herzlich willkommen zusammen. Und ja, wir machen aus Small Land halt einfach mal Small World, weil es größer Ich habe geworden ist. Small World gesagt, ne? Ich Ja, wusste, irgendwas war falsch. alles Ich wusste gut. nicht was, aber irgendwas war falsch. Oh, ich bin schon abgehoben. Ich wollte eigentlich nur ein Stück nach vorne springen. Nee, springen geht mit dem nicht. Ja, nicht so einfach Springen ist hier jedenfalls. fliegen. Ja. Also auf jeden Fall sind wir mit dem Baum schon fertig. Wir haben schon Ja. unseren Kram weitgehend repariert. Das Einzige, was uns fehlt, ist, ich will es gar nicht aussprechen. Print. Deswegen. Tu das mal für dich. Ja, danke. Wenn ich das mache, dann kriege ich immer so einen Pelz auf die Zunge. Ey, ich fliege hier gerade voll zu Edric. Das ist voll Ja, nicht mach gut. mal. Ich Ich bin hier voll. Oh Gott, erwarte ich bin das ab. Ergebnis. Ich bin voll abgebrochen schon. Ja, ich Geh runter, hör's. du blöder Kackvogel! Nein, Mann. Ah, jetzt bin ich auch Runter! Er gesprungen. geht nicht. Er geht nicht schnell genug runter. Er geht so So. langsam runter. Ach nee, du sollst hier warten, nicht mehr folgen. Ich bin gleich sowas von erledigt. Meine arme Kackmeise. So. Wobei, die hat's verdient. Bombt sie nieder. Bin immer noch nachtragend, weil die mich immer Bump hängen gelassen away. hat. Piep, piep. Nein, 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 nein. So. Ah ja, ich setze mal einen Spornpunkt. Ein Spanpunkt. Ja, mach mal. Den Jens-Spanpunkt. Was? Ach so, ach Gott. Ah, das hat jetzt aber gedauert. Das hat Ich habe jetzt gerade aber ganz kurz gedauert. an Jens gedacht, an unseren Ach, Jens. den Jens. An unseren Jens. Ja, aber der heißt So. zum Glück nicht Spahn mit Nachnamen. Damit ihr auch wisst, von welchem Jens wir reden, wird sowieso mal Zeit, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das ist der Stimmt. THP Games TV und den findet ihr sowohl beim Ashburn als auch bei mir in den angesagten Kanälen. Auch ein Let's Player, könnt ihr gerne mal reinschauen. Super Absolut. Kerl. Yep. Den mögen wir. Den mögen wir, Den genau. mögen wir. Ja, nur dank dem kennen wir uns ja überhaupt. Das ist richtig, ja. Das darf man nie vergessen. Das darf man niemals vergessen. So, wir laufen jetzt schon wieder rüber zu unserem anderen, ja, Ich. was soll ich sagen, Verschlag. Ne? Wir müssen den auch ein bisschen erweitern. Ich habe aber jetzt alle Fasern verballert, die ich hatte. Ja, zwei, drei habe ich nur auf Tasche, aber dann reicht ja auch nicht weit. Nee. Aber Aber wir ich können da habe hinten schon. noch welche sammeln. Nee, das Schöne ist, ich habe auch geguckt, ich kann uns, wenn ich gleich noch Holz bekomme, uns eine ganz große Kiste machen, wo wir dann alles einlagern können. Das heißt, wir müssen da tatsächlich erstmal, bevor wir uns wieder auf. Ach, der arme Eschi. Bevor wir uns wieder auf Ah. Edric stürzen, müssen wir uns tatsächlich erstmal noch ein bisschen mehr da einrichten und Ja. bauen. Ja. Dass wir uns da ja alles vorbereiten, auch eine Werkbank bauen. Also, das muss jetzt halt noch sein. Oh, Essen. Essen. Ich habe noch genau 0 Essenspunkte. Wow, du hast die Jetzt ganze Zeit gekocht und nichts gegessen. nichts gefuttert, nur gekocht. Da kennst du ja, ne? Wenn du kochst, hast du keinen Hunger. Ich kenne das, dass ich in Medieval Dynasty mal fast verhungert wäre beim Kochen. Ach ja, das Vor mit dem dem. Schnellcraften. Früher ging Ja, ja, Schnellcraften da noch ja. nicht und da musste man jedes Gericht einzeln wurde dann da animiert auch noch, so wie man da hier in der Suppe Super toll, umrührt. super toll. Und dann hast du nebenbei, was weiß ich, deine Steuererklärung gemacht oder mal eben die Wohnung gesaugt. Und dann hast du es vergessen und kommst du wieder deinen Charakter tot beim Kochen verhungert. Genial. Ja, das hat man ganz klug. Aber sie haben es ja, das muss man Ja. denen zum Beispiel Ja. lassen, haben sie dann mit dem Schnellkraften echt eine feine Lösung gefunden. Also ich muss sagen, dass sie bei Medieval Dynasty sowieso bis auf wenige Ausnahmen, wo man immer noch lange drauf wartet. Ja. Schon lange darauf wartet, muss ich sagen, dass sie sowieso sehr oft auf ihre ja, Fans gehört haben und sich da Ja. wirklich Mühe gegeben haben, so viel umzusetzen, wie es ging, ne? Auf jeden Fall. Weil da Das immer kann noch man sehr nicht viel anders fehlt. sagen. Ja. Ich sag immer, wieso fehlt? Du weißt ja gar nicht, was die Hauptintention der Entwickler war. Ja und nein. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf der neuen Map schaust, da hast du auch wieder so Ja. typische Gegenden, wie zum Beispiel in der eigenen alten Map, wo du dann so ein kleines Eiland hast. Und es Ja. ist halt total blöd, wenn du dir dann keine Brücke dahin bauen kannst und deine Frau dann quasi jedes Mal durchs Wasser laufen muss, um da Boah, kann die rauszukommen, warm. ne?
Ja, ja, genau. Das ist aber, es ist ja, irgendwie stört es dann irgendwie in der Optik, ne? Ich habe dann immer so voll das schöne Dorf und dann hast du da so Leute, die durchs Wasser warten müssen, so, weißt ja, du, okay. Zum Beispiel. Ja, 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 ja. Das ist halt so ein bisschen, aber ansonsten muss ich sagen, wirklich top. Also, das ist jetzt, vielleicht auf Meckern auf hohem Niveau. Bestimmt sogar. Ansonsten, wie gesagt, ich bin ja eigentlich super glücklich mit diesem Game. Ich wollte sagen. So, ich hab keinen Slot mehr frei. Ach, hier gab's nur Eisenholz, naja, das bringt mir ja auch nichts. Hast du noch freie Slots, Eschi Beschi? Ja, ein paar. Ich habe hier noch Harz drin und aber nicht, also musst nicht hier alles mitnehmen. Nur hier diesen. Warte, nee, hier, diesen 50er Klumpen. Ja. Genau, das reicht. Hier ist auch nichts mehr drin, okay. Ja, nee. Gut, dann eben hier Spawnpunkt setzen fürs Zwischenstoppeln. Ah ja, jetzt kommt ja erstmal noch Spaß. Wieder durch das Dorf. Aber ich renne hier jetzt einfach auch genau wie beim Turm letztes Mal einfach durch. Ja, ich glaube es besser. Wenn das geht. Wenn die mich lassen. Machen wir mal den Kamikaze-Lini hier. Achso, nein, jetzt habe ich mich geheilt. Ich wollte was essen. Scheiße. Ja gut, aber ein bisschen Heilung war jetzt auch nicht so schlecht. Nö. Nee. Ich glaube, es wird auch schon bald wieder dunkel hier, kann das sein? Nee, gerade nee. Mittagszeit. So, ich habe jetzt nicht auf die Map geguckt. Ja, wenn du, ja, ich weiß auch, wenn du das sagst, habe ich mal geguckt, dachte ich, aber nee, ist Mittag. Genau, okay. Mittagssonne. Okay, hallo. Moin, Dickerchen. Tag. Oh. Immer schön an die Ausdauer denken, ne? Ja, Ausdauer. Wird überbewertet. Lass uns gar drüber? Nicht vom beeinflussen. Lassen wir uns das nicht. Einmal hier drüber. Ha, voll cool. Ich bin hier einfach drüber, anstatt drunter. Einfach mal drüber her, du. Oh nein, okay, das war... Hallo, Centurio. Es fing gut an und dann musste ich natürlich abstürzen. Heil dir, Centurio. Ich laufe schnell weiter. Nix da. Ich geh dir gar nicht lange auf den Sack. Ich huldige hier niemanden. Vor allem niemanden, der mit einer Axt auf mich zurennt. Ja, nicht die sind immer blöd. Weißt du? Nicht meine Kettensäge. Nicht mal das, du. Ich bin mit so einer blöden Axt. Gott, so. Ja, wirklich alles hinterm Eschi her. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab gern Freunde, die mich verfolgen. Das Ding ist, ich muss nur immer dann durch diese Menge hindurch, die du dann hinter dir her hast. Ja. Ach so, das ist die Natzen, was erschreckt mich. Das bin ich, ich bin da. Nicht bitte wieder auf mich einhauen. Ah, schade. So, hier kannst du vielleicht Pyrit mitnehmen. Ja, ich habe ja schon eine Hacke. Ja, hast du. Ich will mir die Zähne putzen gleich. Ja, 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 ja. Das ist jetzt echt mein alter Erzfeind hier, ne? Ja. Ich würde es ja auch tun. Nicht gerne, aber ich würde es tun. Aber ich habe keinen freien Slot mehr in der Tasche. Komm, ich mach dir Licht. Oh, das ist aber nett. Juhu. Aber der kann uns hier ja mal am Popsel lecken. Ja. Ach, da bleibt doch da hängen, du blödes Ding. So, sammeln wir noch mal eben schnell 4000 Pyrit. Boah. Okay, ich bin dann raus. Tschüss, war schön mit dir. Da hätte die Natzen jetzt bestimmt richtig Lust drauf. Ey, machst du mal wieder Licht? Ich sehe doch nichts. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Voller Ballonen hier und dann. Ja, ich hab gedacht, das Licht daneben nicht. Reicht auch eigentlich. Ich Nein, nicht, das kommt nicht so gut. Okay, hier ist noch was. Einiges. Nimm mal morgen dich mit, wer weiß, ob wir uns reparieren müssen. Ja, ja. Pyrit kann man hier ja nie genug haben. Böse Wort. Aber du hast eben auch die böse Zahl genannt. Ja, noch. Dazu. Keinen Ausschlag bekommen wahrscheinlich, hoffentlich. Ah, weiß ich noch nicht. Ich muss gleich mal genauer gucken. So. Aber ihr kennt ja auch noch gar nicht, wie wir Pyrit sammeln. Habt ihr ja nie gesehen. Was? Nee, nie. Nie. Deswegen hier ganz neuer Content heute. Ganz neuer Content. Lass das. Komm, hier, nimm den hier. Der ist doof. Lass der den, ist doof. Der ist doof. Ja, der ist doof. Nimm den. Der ist doof. Doofe Sau. Ich mich wieder so lange mit der Scheiße aufhalten müssen. Du dumme Sau. Hier kommt man ganz gut. Hier kommt man auch ganz gut dran. Ja. Wo ich hier stehe. Achso, ich hab den wieder. Ja, ja, ich sehe ja wieder nix. Da ja, hinten kommen gleich auch. Ich kann leuchten sehen. Ja, ja, hier kommen gleich welche, ich weiß. Specky und
Bretti. Specki und Bretti. Ja. Die kriegen auch immer neue Namen mit von mir. Ja, ja. So. Aber da auch noch was oder was? Hier, guck mal. Was? Specki oder Bretti? Ah, Bretti ist da. Nee, das ist Stechi. Ja, der ist dünn wie Bretti. Aber ja, du. Achso, das bist du. Ach so, das musst du. Wie der Ton wieder immer. Ich weiß nicht. Nee, hier jetzt irgendwie öfter. So, stirb jetzt doch, du Sack, du Fetter. Ach, der ist ja immer nur lebendig. Ey. Was hast du? Hast du dein Heilmittel geklaut? Ja. Das ist fies. Warum rennst du so Amok, denke ich schon. Hier, komm, Berit. Ja. Ich dachte, das wäre mit. Wäre irgendwie runtergekullert. Ach so. Ja. Dachte, warum rennst du jetzt Amok? Nee, ich hatte es noch gesehen. Dann habe ich nur den Pilz und die Eulen gesammelt. Dann war ich etwas aua. Ja, dann bist du ja auch nicht leer ausgegangen. Nee, aber schmerzhaft. So, hier ist noch was. Und dann können wir weiter. Da sind wir dabei. Dann gucke ich gleich mal, wie viel ich habe. Ja. Ich glaube, an 4000 kommt das nicht dran. Ja, dann sind wir gleich 4000 für dich. Ja, aber selbst wenn wir wissen, ja, jetzt ist ja eigentlich um die Ecke der Tunnel. Wir können uns hier immer wieder welches holen. Also eigentlich reicht das. Ja, ja. Ey, nimm doch die kleinen Klumpen hier mit, die so gut am Rand rumliegen. Ach, jetzt komm, ich will hier raus. Ich renn schon vor. Ja, oh, hier ist ganz viel. Ja, das ist doch hier um die Ecke. Wir können es das immer holen. Ja, ist ja gut. Wie viel habe ich denn jetzt? 53. Guck mal, hier direkt am Eingang, da klebt auch was am Rand. Also, das ist hier. Ja, gut. Kriegen wir, kriegen wir. Gut erreichbar. Ey, das ist eigentlich auch gut, weil wir haben ja noch irgendwie diesen einen Händler, wo wir noch, der von uns Pyrit kauft. Der auch nichts anderes als Pyrit kauft und Kolonieärsche. Ja, ja, ja. Warum auch immer, was auch immer der für komische Gelüster damit befriedigen will. Man weiß es nicht. Der macht bestimmt wertvolle Heiltränke daraus. Mhm. So, wo war denn jetzt nochmal unser kleiner Versplag? Ich glaube hier irgendwo, ne? Ah, das hier mit dem Licht ist aber ja, auch echt strange. Ich hatte jetzt genau, als du das gesagt hast, genau in dem Moment hatte ich das mit dem Licht. Ja, ich auch. Funny. So, pass auf, ich lege erstmal ein bisschen was hier drin in die Truhe ab, damit ich ein paar Slots frei habe. Dann kann ich nämlich hier erstmal ein bisschen arbeiten dran. Ja. Hast du Holz dabei? Ja. Dann gib mal bitte Holz. Ist in der Box. Sehr gut. Okay, So. Geht das schön, geht das schön. So, dann mache ich jetzt hier nämlich ein bisschen mehr. Ja. Hier ist immer voll. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich habe hier in dieser Gegend auch immer total die bedrohliche Musik gemacht. Nee, ich habe immer so eine leicht melodramatische, ruhige Melodie. Ich glaube, das ist, was ich meine. Was du als melodramatisch und ruhig ansiehst, sehe ich als gefährliche Musik an. Das ist eigentlich an so einen Abenteuerfilm, so einen Fantasyfilm, wo du dann in so eine Gegend kommst, wo es ein bisschen, ja, gruseliger ist, sag ich mal. So hört sich das für mich an. Oh, kann wohl sein. Aber die habe ich dann auch, ja. Die hörst du nicht allein. Oh mein Gott, ich höre alleine keine Stimmen. Super. Ey. Warte mal, wie war das nochmal mit dem Einreißen? Wie ging das nochmal? Ah, zerlegen auf C. Ja. Du musst doch eine Wand bauen, ne?
Irgendwer hat die ja kaputt gemacht. Ja, ich war ganz mysteriös, was hier passiert ist. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Einmal war ganz plötzlich die Wand. Ah, das ist doch scheiße hier mit den Piepmetzen, ey. Die werden hier wieder drin. Ja. Ja, das ist auch so. Naja, reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber, sonst können wir das lassen wir lieber. Ja. Dann machen wir hier mal ein Fensterchen. Außer, dass man mal schnell von A nach B kommt, haben die Vögel auch so überhaupt keinen Sinn. Nee, das stimmt. Also zumindest nicht hier in dieser Gegend. Wer weiß, was wir danach für Gegenden kommen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Sinn hintersteckt dann. Für den Nutzen, den die haben, will ich mal sagen, waren die völlig überteuert. Das war der absolute Wucher. Was ist das denn? Landanspruchstotem? Was ist das denn? Was? Landanspruchstotem. Achso, da kann man Land mit beanspruchen. Aha. Warum? Ja, weiß nicht. Unser welches Land? Land? Das hier. Hä? Warte mal. Kann ich dem Turm dann sagen? Ja, das ist aber cool. Warte mal, wir haben jetzt so einen gelben Schlier um uns und das ist unser Land. Hey. Und jetzt kommen keine bösen Geister oder Tiere oder? Keine bösen Geister? Nee, es kommen keine bösen Geister mehr. Gut, keine bösen Geister. Keine Albträume mehr. Alles gut. Alles wird schön. So, das. Und jetzt brauchen wir noch unsere Werkbank, ganz wichtig. Alter, nächstes Mal weiß ich, wie ich... Ach nee, das geht ja nicht. Die schießen ja alle, ne? Was? Ah, wenn ich hier, wo ich stehe, kannst du einfach runterspringen und dann fliegst du direkt auf den komischen Spielplatzpark darüber. Also kannst du von hier aus direkt zum Granger rüberspringen, brauchst gar nicht erst zurück zum Skorpion. Ich weiß gar nicht, wo du bist, ich sehe nur gelb. Ja. Ja, aber hier hinten am Mabank. Ja, ich sehe es. Ja, cool. Abkürzung. Ja, ach, definitiv. Stimmt, das habe ich sogar eben noch von da aus gesehen. Von unten. Ja, siehst du? Wo ich noch dachte, ach schade, dass man nicht da hoch kann jetzt so. Ich habe mich mal erkundigt, wa? So, wir haben jetzt hier drin eine Werkbank und eine große Kiste. Ich füll mal alles, weil, pass auf, das Pyrit hast du schon drin. Ja, das liegt in der Kiste. So, dann gucke ich mal, ob ich jetzt aus der Kiste zehren kann, weil irgendwie manchmal geht's, manchmal nicht. Ne, hier geht's jetzt wieder nicht. Also. Hier geht's wieder nicht, natürlich. Also manchmal, da kriegt man dann direkt aus der Kiste seinen Kram. Ja. Wenn man dann irgendwo vorsteht und manchmal ist das irgendwie gar nicht so. Beim Essen geht's, also bei dem Kochtopf zum Beispiel, aber bei dieser Küche, die wir haben, geht's wieder nicht. Ja. Also auch wieder mysteriös. Keine Konsequenz in deren Entwicklungs... keine Ahnung. Okay. Ja, genau, so. Ja. Also, also keine Konsequenz in deren Strategie irgendwie. Das ist sehr schade eigentlich. So, wir brauchen auf jeden Fall, noch Heilpflaster. Die wollte ich noch machen. Das Ding ist, man kann hier irgendwie immer nur 20 Stück machen und dann ist Ende im Gelände. Und dann muss man warten, bis die fertig hergestellt sind. Das glücklicherweise brauchen wir aber für die Werkbank wenigstens kein Holz und kein Feuer und so ein Scheiß. Kein Brennmaterial. So, Eisenbahn kommen hier rein. Dreckspyrit. Ich hab's ausgesprochen. Bäh. Ich kann die Truhe nicht benutzen. Ja, weil ich da gerade dran bin. Ja, aber geht ja bei den anderen. Ne, ich kann gar keine Truhe benutzen. Oh, fliegst du gleich hier raus? Ich weiß nicht. Dann du auch. Kann ich Spawnpunkt setzen? Wenn ich's kann. Ja, andere Seite. Nö, kann ich auch nicht. Kann ich nicht. Okay. Ich konnte den noch setzen. Oh nein. Oh, nö, nicht jetzt doch. Das wird so lahm, wenn ich jetzt alles nochmal neu bauen müsste. Ja. Ja, also Ashburn wird wahrscheinlich gleich aus dem Spiel fliegen. Nö, das muss er nicht. Kann ja nur sein, dass das mal wieder buggt hier. Ja, das hatten wir aber letztens schon mal, ne? Ja, aber ich habe ja sonst keine Dings. Er speichert ja noch. Lass mal hier. Speichern könnte ich auch. Ja, speichern tut er. Es ist nur wieder irgendwann buggy hier. Wie immer. Ja, aber das ist ja scheiße. Du musst ja deinen Spawnpunkt setzen können. Ja, nö, kann ich nicht. Oh. Ja. Mein letzter Spawnpunkt ist beim Ranger. Ach. Ja, das Blöde ist, ich kann auch mit dir die Nacht nicht wegschlafen. Jetzt konnte ich wieder aus der Kiste zerren mit dem Honig. Also das versteht man hier jetzt echt nicht. Ja, das ist natürlich doof.
Das ist richtig. Aber du siehst hier diesen gelben Schlier hier drum, oder? Nein, sehe ich auch nicht. Dann liegt das daran, dass das mein Land ist und das wieder nicht geteilt wird. Ah, das kann sein. Öffentliche Infektion festlegen. Ja, öffentliche, aber dann ist es ja wieder Bau festlegen. Was? Öffentliche Infektion festlegen. So, versuch's jetzt mal. Ja, warte. Ja, jetzt konnte ich einen Respawn-Punkt setzen. Ja, weil ich habe hier, du musst das bei mir mal angucken, ich habe hier so einen riesen gelben Schlier drum und der zeigt, das ist unser Land. Gucke ich mir an, aber nein, ich sehe immer noch keinen gelben. Scheinbar ist irgendwas. Das nur nützlich dafür, dass andere Spieler nicht mit rein können. Ja, super. Ich habe gedacht, wir könnten uns da Feinde vom Hals mithalten. Das ist voll geil, weil gibt ja schon Multiplayer? Nein, gibt's ja gar nicht. Also gibt ja nur Koop und nicht gegeneinander, deswegen... Ja, eigentlich, ne? Total sinnfrei. Man weiß ja auch gar nicht, dass man in einer, wie soll ich es nennen, Gilde ist. Ja, ne? Dass man irgendwie zusammengehört. Dass man hier unter einer Vorhaut liegt. Unsere Vorhaut ist eins. Ja, ja. Ja, so ist das bei uns. Ja, ja. Okay, ich habe hier schon mal ein paar Heilpflaster auf jeden Fall reingepackt, Eschi. Yay. So. Krass, ey. Für mich ist jetzt immer hier, solange ich hier in diesem Umkreis bin, ist hier für immer Tag jetzt. Echt? Hier ist total hell hier bei mir, weil in dem Gelb. Das musst du dir echt mal angucken bei mir. Ja, ich sehe davon nichts. Ich sehe eine blau leuchtende Eule auf dem Dach. Das ist doch auch schon was. Das ist unser Land. Wir müssen das mal irgendwo in der Gegend ausprobieren, wo auch andere Gegner oder sowas sind. Ob das dann Funz, ob die da in diesen Umkreis dann nicht reingehen oder so, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. So, einen Schwung mache ich noch und ich glaube, dann können wir uns... Achso, ich habe jetzt auch nur noch 3 Fasern. Okay. Ja, dann habe ich alles an Heilpflastern gemacht, was ich machen konnte. Ja. Entschuldigung, musst du mal eben was rausfinden. Na, alles gut? Hut ausstellen. Was, du musstest den Hund ausstellen? Den Hut. Die Hut. Ach so, der arme Hund. Screenshots machen. Ja, okay. Dann sind wir auf jeden Fall jetzt hier wieder gut ausgestattet. Besser ausgestattet. Wir haben wieder ordentlich Heilmaterial. Wir haben Möglichkeiten, uns auch hier wieder zu reparieren. Ja. Wir haben eine Riesenkiste mit Chrom, wir haben ordentlich Essen und wenn nicht, dann müssen wir halt hier ein bisschen jagen gehen und uns noch was irgendwie klar machen. Ja, wir haben jetzt keine Möglichkeit, uns irgendwie hier Holzkohle oder so zu machen, aber hey. Nee, leider nicht. Müssen wir ja so eine Schmiede für bauen oder was, ne? Ja, ganz genau. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht so einfach. Nee. Naja, dann müssen wir jetzt halt mit dem klarkommen, was wir haben, aber das ist ja auch nicht, wir wollen ja nicht für immer hier bleiben. Also. Nein. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge dann nochmal Edric's Turm, oder? Weil jetzt würde ich sagen, lohnt sich das nicht mehr. Ja, lohnt nicht wirklich. Nee, das dauert ein bisschen länger. Ja. Dann machen wir heute mal ein bisschen kürzer, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Haben wir trotzdem gut was geschafft. Eben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es uns doch gerne wieder mal mit dem Daumen nach oben. Würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst uns doch gerne noch ein Abo da und haut auf die Glocke, dann seid ihr mal up to date. Meinen Kanal findet ihr bei den Natzen in den angesagten Kanälen und umgekehrt ihren in meinen angesagten Kanälen. Ja, lasst uns gerne auch eure Kommentare da, freuen wir uns jedes Mal drüber. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, wünschen euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao. Bye, bye.